Hallo, ich bin der Marco von der Firma Arrigo PC und Smartphone Service. Ich zeige euch im Video heute eine Lötrauchabsaugung. Es handelt sich dabei um die Metcal BVX 101 Absaugung in der Kit-Variante. Die Kit-Variante beinhaltet einmal die Absaugung selber, eine Umlenkkassette und einen Schlauch mit einem Anschlussstück. Die kann man sich entweder direkt auf den Tisch stellen oder neben den Tisch, unter den Tisch, dann müsste man den Schlauch ein bisschen verlängern. Was ich euch zeige, ist der laufende Betrieb, wie laut die ist und wie man sie schallgedämmt kriegt. Technische Daten werde ich euch verlinken, dann könnt ihr euch das auch nochmal zu Gemüte führen. Wichtig, wir empfehlen sie auf jeden Fall. Für einen Platz ist sie wirklich super und ich zeige sie euch jetzt mal. Die kommt in der Kit-Variante, wie gesagt, mit diesem Schlauch. Der ist flexibel, aber relativ starr. Einfach damit der formstabil ist. Damit man sich den so zurechtbiegen kann, wie man den braucht. Vorne ist dieses Anschlussstück aus Gummi. Abgeschrägt. Das kann man sich dann auch hindrehen, wie man gerade lustig ist. Den Schlauch kann man in der Anlage auch drehen, das ist gar kein Problem. Ja. Quasi in fast alle Richtungen. Die Kassette kann man einmal den Schlauch rausmachen. Könnte jetzt theoretisch die Kassette weglassen. So wäre die Anlage in der normalen Version, also ohne Kit. Dann hat sie diesen Absaugbereich hier unten, wo die Luft eingesaugt wird. Die geht dann durch einen großen Filter hier drin und geht hinten an der Anlage wieder raus. Hier. Durch dieses Gummi, hier ist noch ein kleiner Puffer drin, Schaumstoffpuffer, und hier bläst das Ganze wieder raus. Wie sieht die Anlage von innen aus? Wir machen sie einmal auf hier unten. Ihr seht hier oben der Teil mit dem Ventilator drin und dem Motor drin. Da können wir nicht näher drauf eingehen, weil da müssen wir alles aufschrauben. Hier haben wir den Filter, die Filterkassette. Und das ist das Unterteil und das war's dann schon. Ja, mehr ist es gar nicht. Die Filterkassette besteht aus zwei Filtern. Einmal haben wir hier so einen Fließfilter, der dient als Vorfilter, wenn man jetzt gröbere Sachen oder Schmutz oder irgendwelche großen Partikel ansaugt. Und danach ist quasi wie so im Auto so ein Papier-HEPA-Filter. Ganz genau steht es auch wieder in technischen Daten, wie gesagt, die verlinke ich euch. Die Anlage haben wir jetzt ca. 3 Monate in Betrieb, nicht täglich, sondern immer mal wieder ein paar Stunden zu unseren Lötkursen. Und die macht eigentlich bis jetzt alles sehr gut mit, sie saugt sehr gut ab. Und sollte der Filter mal voll sein, macht die ein Geräusch, ein Piepsgeräusch, und kündigt euch dann an, jetzt sollte man den Filter mal reinigen oder austauschen. Zusammenbau geht genauso wie der Auseinanderbau wieder, ganz simpel. Einfach wieder hier hinten zumachen und schon ist sie betriebsbereit. Die hat nichts weiter als einen 230 Volt Anschluss und hier oben einen Ausschalter. Das ist schon alles. Mehr braucht sie auch nicht. Ich zeige euch jetzt mal, wie die im laufenden Betrieb sich anhört. Dazu schalten wir sie einmal ein und wir haben noch Steckdose dazwischen geschaltet, Funksteckdose, die kriegt man überall. Bei den einschlägigen Auktionshäusern oder Großhändlern schaltet man sich ein. Na? Und dann hört man mal das Geräusch. Jetzt ist sie schon komplett hochgefahren. Also wer das sich auf den Tisch stellt, der ist schon mutig. Das ist schon relativ nervig mit der Zeit. Natürlich saugt sie wirklich sehr gut ab und hat einen relativ großen Bereich, 20-30 cm vor der Platte. Vor diesem Gerät ist das alles möglich, ich mache es jetzt wieder aus, sonst muss ich gar so schreien. Aber wir empfehlen es natürlich mit der Kit-Variante, dann kann man sie sich schon mal neben den Tisch stellen und sie ist etwas leiser, aber wirklich leise wird sie erst, wenn man sie schalldämmt. Das haben wir natürlich auch gemacht mit einer Kiste, jetzt muss ich nur kurz umstecken. Dann zeige ich euch das mal im laufenden Betrieb. Und zwar lasse ich jetzt erstmal diese Kassette und den Schlauch weg, denn das macht nicht viel Unterschied. Ich mache es jetzt mal ein und dann stülpe ich mal die Kiste drüber. Und dann hört ihr gleich,
der Unterschied. Also ganz leise wird es natürlich nicht. Warum? Man hat oben natürlich eine Öffnung, wo der Schlauch durchkommt. Der wird dann hier einmal durchgesteckt in die Kassette rein. Und dann muss man natürlich verlängern. Und es dient dann natürlich nicht mehr dazu, auf den Tisch zu stellen, sondern es kommt dann neben den Tisch oder unter den Tisch und man verlängert sich das Ganze. Hinten hat sie noch eine Öffnung. Jetzt zum Vergleich nochmal. Mit Schalldämmung und ohne Schalldämmung. Also schon ein deutlicher Unterschied. Wie ihr seht, haben wir noch einen Schaumstoff hier reingeklebt. Ist eigentlich nicht mal ganz ausgeklebt, weil das irgendwann auch nicht mehr bringt. Hier hinten haben wir noch eine Aussparung gemacht, damit die Luft auch entweichen kann. Man kann sich da Löcher reinbohren oder hier oben irgendwo Schlitze reinsägen. Da ist jeder frei in der Verwendung, wie er das macht. So. Ja, und das war es eigentlich schon zu der BVX 101. Wie gesagt, wir empfehlen es in der Kit-Variante, dass ihr euch dann Schalldämmung baut und die euch irgendwo neben oder unter dem Tisch positioniert. Ich zeige es euch jetzt noch im laufenden Betrieb an einer Absaugung, also nicht an einer Absaugung, sondern an einer Vorheizplatte. Legen wir mal Platine auf und zeigen euch mal, wie das ist, wie sie den Rauch absaugt und wie leise die dann noch ist. So, hier sitze ich jetzt am Platz der reinen Einplatzabsaugung der BVX 101. Die ist jetzt in der Kiste schallgedämmt, so wie sie bei uns ist. Und wir haben sie hier mit einem Schlauch noch verlängert. Ich schaue mal, ob ich den finde, der von der Firma Bofa, ob es den einzeln gibt. Dann verlinke ich euch den. Jetzt zeige ich euch mal, wie die im Betrieb ist, von der Lautheit her. Die steht jetzt etwa einen Meter neben dem Tisch. So, jetzt ist sie hochgefahren, das wäre der laufende Betrieb. Also man kann sich einmal frei unterhalten. Wenn man jetzt noch 2 Meter von der Anlage weg ist, dann hört man sie nahezu nicht mehr. Oder sie geht quasi im Gespräch unter. Jetzt zeige ich euch mal, wie die absaugt. So, wir sind jetzt mit dem Schlauch so ca. 20 cm weit weg vom Geschehen. Jetzt muss natürlich die Lötstation erstmal hochfahren. Putzen müssen wir sie auch noch. Und dann seht ihr, hier muss man natürlich relativ nahe ans Geschehen ran. Und so wird es nichts. Oder sie ist jetzt gar nicht drin. Das kann natürlich auch sein, nein. Tja, jetzt ist was passiert. Ich habe die falsche Anlage eingeschaltet. Das kann natürlich nicht gehen. Schalten wir nochmal aus und schalten die richtige ein. Nummer 2 muss man drücken. Also das war jetzt zum Vergleich nochmal. Die ist natürlich jetzt 2,5 Meter entfernt. Die BVX 201 war das davor. Und jetzt haben wir die BVX 101 eingeschaltet. Die BVX 201, finde ich, macht ein bisschen ein hochfrequenteres Geräusch als die 101. Die 101 ist ein bisschen angenehmer, finde ich. So, und jetzt nochmal gute 20 cm weg vom Geschehen, saug die einmal frei ab. Ja, ich hoffe, ihr seht so den Rauch. Saug das einmal frei ab. So ist eigentlich normalerweise nicht die Lötdistanz, man hat das Ganze eher ziemlich nahe. Der Schlauch ist jetzt nur am Ende. Normalerweise nutzen wir hier ein Absaugtablet, das kann ich euch im anderen Video noch zeigen. Also hier gar kein Problem. Egal wo man absaugt, links neben der Anlage, so weit wird man nie sein. So weit entfernt, aber selbst wenn sich der Schlauch mal ein bisschen verschiebt, dann heißt es nicht sofort, dass der Abluftstrom abreißt. Also ihr seht, wunderbar, das funktioniert. Das war jetzt das Video zur BVX 101 in der Kit-Variante.
Ich denke, man konnte jetzt gut hören, wie die mit und ohne Schallabdeckung ist und sich verhält und natürlich auch, wie sie absaugt, konnte man gut sehen. Ich hoffe, das hilft euch bei eurer Entscheidungsfindung und das war's jetzt von mir soweit. Lasst mir einen Daumen nach oben da oder ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.